So, herzlich willkommen zurück zu Total Chaos Folge 4. Ja. Wo gehen wir zuerst hin? Ich sag mal hier nach links. Ach du Kacke. Der hält mehr als einen Schlag auf. Was ist denn mit dem los? Okay, jetzt noch ein Stab. Oh, meinetwegen, warum nicht? Ah, hallo. Ach, hier sind wir wieder. Sehr schön. So schließt sich der Kreis. Und wo willst du da hinten hin? Warte, ich bin so unendlich langsam damit. Und er trifft schon wieder nicht. Ich glaubte nicht. Wie kann denn die Erkennung so schlecht sein? Boah. Noch ein Rohr. Der, wie viele Rohre liegen denn hier bitte rum? Ah, hier bin ich. Okay, ja. So schließt sich der Kreis. Jetzt öffnen wir quasi die gesamte Map. Interessant. Och nein. Wie machen wir das am dümmsten? Ich würde mal sagen, am besten mit den Steinen, oder? Weil hier ist so um die Ecke. Kacke. Na gut, komm. Dann machen wir es am besten mal direkt mit Steinen hier. Nice! Digga, er schmeißt schon wieder. Ach Gott. Wir sind fast tot. Guck mal hier, der erste Stein ist einfach wieder durchgeflogen. Da. Ist doch Bullshit. Das Problem ist halt, der erste Treffer ist halt wichtig, weil damit halte ich den Gegner quasi erstmal auf. Weil es ist halt so, dass wenn man den Gegner angreift, unterbricht man quasi damit seinen Angriff. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist natürlich blöd. Und ich habe aber auch keinen Bock, immer wieder neu zu laden. Ist auch ein bisschen beknackt. Wir haben aber kaum noch Leben, ey. Alter, ein Medikit füllt halt kaum was auf. Ist doch kacke. Guckt euch das an. Dieser Albtraum. Ach, ein Minichen. Na gut, was soll's. Bisschen da lang. Sieht ganz schön dunkel aus. Das ist der Raum. Oh mein Gott. Wir haben den Raum gefunden. Da ich gesagt habe am Anfang, dass ich da rein möchte, weil die Medikit ist. Yay. Hier ist das Ganze schon direkt wieder gelohnt. Naja, nicht wirklich. Ich meine, was haben wir jetzt bekommen? Ein Medikit. Dafür, dass wir gerade drei verbraucht haben, ist jetzt nicht gerade so das Golden vom Ei. So, wir haben mittlerweile zwei Stöcker. Das heißt, wir können unser Smash Hammer sogar zweimal reparieren. Denn zweimal Holzkleber haben wir auch. Hatten wir damals bei dem Tor da weggelegt. Die Frage ist, wie kommen wir eigentlich bei dem Tor da rein? Wir brauchen noch so einen komischen blauen Schlüssel, kann das sein? Ach ja, siehst du, wir müssen ja noch in den komischen Außenbereich da. Fällt mir gerade mal so ein. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier lang und holen mal den Holzkleber. Wo war denn das jetzt? Nee, da nicht. Aber da ist eine Abkürzung. Oder auch nicht. Gott, wie war denn jetzt der Weg? Also hier geht es auf jeden Fall lang. Genau, da hatten wir die eine Tür geöffnet. Genau, hier geht es lang. Da können wir auch direkt schon mal zu Millers Raum. Jawohl, Schrotflinte, ich komme. Oh mein Gott. Was sind das hier alles? Oh, noch mehr Dosen. Noch viel mehr Dosen. Oh, Alter, was ein Scheiß hier rumliegt. So, und hier kommen wir jetzt nämlich genau zu unserer komischen Müllhalde. Tja, allerdings, wenn wir in den Außenbereich müssen.
Kommen wir denn hier überhaupt noch lang? Ich glaube, ich sollte doch diese ganzen Sachen lieber mitnehmen, statt sie hier zu lagern. Oh, wir haben ja gar keinen Holzkleber. Was? Ich dachte, wir hatten hier Holzkleber rumzuliegen. Wo zur Hölle habe ich meinen Holzkleber hingepackt? Oder dissipieren hier Sachen? Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe, wenn die Sachen einfach dissipieren würden. Mal gucken. Ist das alles dieses Magical Drug? Wo ist denn diese. Hier ist noch. Hier eine leere haben wir noch. Können wir ein bisschen rumprobieren. Oh. Okay, das ist schon mal ganz schlecht. Weg damit. Merry Feeling Meat. Würde ich auch erstmal nicht benutzen. Ich meine, gut, die Dinger wiegen gerade mal immer ein Pfund. Von daher, ach, ich sag mal so, wir behalten die Dinger doch erstmal. Ich meine, wie gesagt, die wiegen gerade mal ein Pfund pro Stück. Das kann man verkraften. Oh, von dem einen haben wir 5 Stück. Ach so, sind es die Steroide. Oh, die wiegen nichts. Gut, dann kommen die jetzt direkt hier unten hin. Was machen die? Oh, Stamina Boost. Auf Kosten von Gesundheit und was noch? Hunger. So, das Ding kann direkt wieder weg. Was bist du hier eigentlich? Energy Drinks. Oh, 18 Pfund. Hi. Und eine Shotgun. Oh, wie geil ist das denn? Wir haben 6 Schuss. Nicht schlecht. Tja, wir müssen auf jeden Fall nochmal gucken, wo. Nein, das da. Wir müssen auf jeden Fall nochmal gucken, wo ich meinen Holzkleber hingepackt hatte. Habe ich den irgendwo abgeworfen oder was? Hä? Nani? Wie gesagt, hat er jetzt alles durcheinander gebracht? Der hat ja einfach alles durcheinander gebracht. Willst du mich verarschen? Was stimmt nicht mit dir, Spiel? Wo kommen wir denn da hin, wenn es so weitergeht hier? Was weiß noch? Die Steroide und noch irgendwas. Ach ja, die hier, die Binden. So, das kommt nach da. Die anderen Sachen kommen nach da. Alter. Bringt der einfach meine Ordnung durcheinander? Was ist denn los mit dem Spiel? Ich hasse Spiele, die Sachen kaputt machen. Ja, merkt ihr das? Arschgeburt. So, die Schrotflinte packen wir direkt mal dahin. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie viel wiegen die jetzt eigentlich? Die wiegen 5 Pfund. Wir haben 148. Ah, mittlerweile muss das aufladen. Sehr schön, so wie bei Doom üblich. Also bei Brutal Doom. Und jetzt haben wir nur noch. Ja, wir sparen also Gewicht. Geil. Die Munition, die also in der Waffe drin ist, zählt nicht mehr. Vom Gewicht her. So, dann speichern wir mal ganz kurz. Und suchen mal unser Holzkleber. War ja klar, dass ich den wieder vertagt habe. Die Frage ist nur, wohin? So, dann müssen wir auch irgendwo in den Außenbereich. Ich hoffe, ich finde den Weg dann noch in den Außenbereich. War das hier irgendwo? Ne, hier war Sackgasse. So, hier geht es runter. Wo zur Hölle habe ich den Holzkleber hingepackt? Genau, das da war der Spaten. Wir hatten doch massig Holzkleber, oder ist es wirklich dissipiert und ich hab's abgelegt? Ja, hier ist nirgends vor Holzkleber. Ah! Gefunden! Türchen! So, raus ging's hier. Genau, und hier ist, war jetzt auch der Weg zum Außenbereich irgendwo. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Wir haben Hunger. Thunfisch ist eine gute Idee. Und dann noch ein Apfel und noch ein Apfel. So, hier ging's lang. Außenbereich, da mussten wir jetzt hier zurück, genau. Und hier lang. Perfekt. Weg gefunden. So, hoffentlich haben wir jetzt alles gemacht. Wow, sieht geil aus. Kommt
sogar auf dem Dach, sehr schön. Was? Also dafür, dass sie nicht zu finden ist, blinkt sie aber eine ganze, ganze Menge. Guck mal, wie viel hier rumblinkt. Da. Da blinkt überall was. Von wegen, das nicht zu finden. In deinem Leben ist nicht zu finden, Junge. So. Eine Flasche, ist das Wodka? Keine Ahnung. Ein paar Tabletten. Oh. Okay, das Sound. Was zur Hölle? Okay, wir haben eine Schrotflinte. Und ich habe keine Angst, hier einzusetzen. Ist das geil. Hallo? Alter! Nicht schlecht. War's das oder kommt jetzt hier noch mehr? Ich speichere mal nicht, weil wenn jetzt hier noch 20 Gegner kommen, ich glaube, dann lassen wir den Ort lieber. Okay, hier haben wir jetzt noch massig Stecker. Okay, so viele Stecker brauchen wir gar nicht. Kann ich direkt wieder zurücklegen. Ja, die brauchen noch 4 Pfund pro Stück. Das lasse ich direkt wieder rein. So, zweimal Kleber. Alter, was ist denn hier los mit meiner Maus? Zweimal Kleber reicht auch aus. Hallo? Bitte kombinieren, danke. Einmal Wodka, gerne. Einmal... Was bist du denn? Pistolenclips. Lol, gibt's ja auch Pistolen? Ey, geil. Ich will nicht runter, ich will hier hinter. Okay, gibt's aber nichts. Ach komm, Leck. Scheiß Dosenravioli hier. Genau. Kleber haben wir gerade abgelegt. Hier ist noch ein Medikit. Sehr geil, sogar ein blaues. Ah, Pistole. Ja, ja, schon klar. Hier ist nichts zu finden, ja? Von wegen ist nichts zu finden. Digga, hier ist eine Pistole. Holy shit. Na gut, wir haben jetzt erstmal eine Dixie-Monster. Nee, ist hier nicht. Mann, hier hinten könnte man so gut was verstecken, ja, und die machen das nicht mal. Daran merkt man, dass das kein Doom ist. Wäre das hier Doom, ja? Dann wäre dahinter locker was versteckt. Arschgeigen. Oh. Ah, siehst du, hier ist doch was versteckt. Na gut, nicht wirklich. Oder? Nein. War nicht wirklich dahinter. Okay, diese Kisten sind diese Shotgun Shells. Lol. Hey, jetzt haben wir ja 2 Stück davon. Einmal 2, einmal 3. Okay, normalerweise haben die Dinger 7 bis 8 Schuss und nicht 3 oder 2. Kann man die irgendwie kombinieren? Ja, kann man. Sehr schön. Okay. Mal gucken, wie lange. Nicht, dass man die Dinger endlos weit kombinieren kann, hat man ein Magazin mit 300 Schuss. Das wäre ein bisschen unrealistisch. Aber wie gesagt, so eine normale Waffe, also mit normalen Magazin, hat, also bei einem Stabmagazin, eigentlich 7 bis 9 Schuss. Mit einem erweiterten Magazin dann halt 10 Schuss aufwärts. Aber ich glaube mal nicht, dass das ein erweitertes Magazin ist oder darstellen soll. Wo gehen wir jetzt lang? War ich da oben auch fertig? Ja doch, genau, da war ich auf. Genau, hier war ich bei allen Seiten. Hier vorne war auch nichts mehr. Nö, gut, okay, dann war ich bei. Dann bin ich hier vorne also fertig. Und hier unten geht es dann quasi an den Seiten dran vorbei, oder was? Ja, tatsächlich. Na gut, hier versperrt. Ich gehe erstmal die andere Seite lang. Vielleicht geht es ja einmal rundherum. Ist das schon wieder so ein Spinnengebiet, ey? Gefällt mir ja gar nicht. Hallo? Danke. Das Ding hier, was hier auf dem Boden ist, blockiert den gesamten Weg. Ich kann nicht drüber. Danke dafür. Eine Spritze. Klar.
wildfremde Spritzen einfach immer aufheben. Schon wieder Duct Tape. Oh, hier geht's ja hoch. Ich mach das doch gleich. Nice. Okay. Ist das was, wo man runter kann? Oder? Ich wollte da eigentlich noch nicht runter, aber gut zu wissen, dass man da tatsächlich runter kann. Sehr gut, dann gucke ich mich hier erstmal weiter um. Cool. Finde ich voll geil. Okay, ja, da ist der versperrte Weg. Gut oft. Okay, also hier unten ist wirklich nicht allzu viel zu finden. Na gut, dann gehen wir einfach doch mal runter. Oh. Sieht aber cool aus. Aua. Bin ich jetzt gestorben? Nee. Wow, noch so ein Ding. Ich hätte hier ruhig meine Shotgun verstecken können. Okay, wir sind erstmal hier schon von Kartons umgeben. Danke dafür. Hä? Wie man einfach in die Kartons reinlaufen kann oder in die Kisten. Ah. Also wie viel Besonderes gibt es hier nicht gerade, hä? Hat sich ja voll gelohnt, das Secret hier. Bäh. Leder. Na, hoffentlich echtes Leder. Okay. Why? Kann das sein, dass hier Hinweise sind für irgendwas? Oder einfach irgendwelche Randnotizen? Raum für Notizen. Okay. Okay. Ich sollte vielleicht mal speichern, andererseits vielleicht doch nicht. Vielleicht will ich hier gar nicht reingefallen sein. Ach komm doch. Ah. Oh, schon hat sich alles gewohnt. Oh. Wir sind tatsächlich schon überladen. Na, holy moly. Was ist das denn hier? Hallo? Tooltip? Ah, das sogenannte Knife Repair Kit. Also etwas, was wir nicht brauchen. Weg damit. Was wir aber brauchen, ist das hier tatsächlich. Und wir brauchen vor allen Dingen... Hä? Okay, manchmal füllt ein Apfel auch zwei auf. Seltsam. Das heißt, die arbeiten echt mit Floatpoint. Das heißt, das sind ganze, keine ganze Zahl, so wie ein Block oder ein Block, sondern sowas wie 1,2 Blöcke. Das heißt, in jeder vierte Apfel füllt dann zwei auf. Oder als, jetzt als Beispiel natürlich. So, dann können wir uns natürlich hier auch mal wieder so ein bisschen Alkohol und die Dinger hier kombinieren. Da haben wir wunderschöne, was auch immer. Ja. Haben wir wenigstens kein Gewicht und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Naja, 10 Pfund. Ist jetzt auch nicht die Welt. Wir laufen ganz schön schnell voll. Eieieiei. Gut, ich meine, wir haben auch hier ganz schön viel Scheiße dabei. Dirty Water, come back. Wir haben 12 mal Stamina, 18 Pfund, klar. Brauchen wir so viel? Ich würde mal sagen, ja, weil das ist das Einzige, abgesehen jetzt von den Medikits, das unser Health auffüllt. Von daher sollten wir die wirklich tatsächlich aufheben. Aber guck mal, das Ding hier kann weg. 18 Pfund, weg damit. Dann haben wir hier noch eine leere Spritze, die würde ich auch gerne aufheben. Und das Rest können wir auch aufheben. Tja, und das ist auch der Grund, weswegen ich diesen Campingkocher nicht mitgenommen habe, weil das wären halt nochmal 20 Pfund mehr. Ja? Wie gesagt, Inventarmanagement ist hier ganz oberste Priorität. Okay, wo komme ich hier hin? Oha. Oh, Safe Game. Fick die Henne. War da unten noch was? Muss ich da irgendwas machen? Oh, da unten noch eine Spritze. Ja, Stamina. Stimpack meine ich doch. Was? Alter, flacker hier nicht rum. Scheiß Spiel.
Alter, was für eine lange Treppe das gerade war. Alter! Folgen die uns? Ich hoffe nicht. Was? Haben wir gerade diesen blauen Block hier aufgesammelt? Ich hoffe doch. Oh, eine Salami. Wo kommt die denn her? Wo bin ich hier gerade? Wo muss ich jetzt lang? Ach hier, genau. Alter, wie weit muss ich eigentlich noch laufen? Ich weiß nicht, wie weit die uns folgen können. Ich weiß nicht, wie gut deren Pathfinding ist. Ob die uns den gesamten Weg lang folgen können oder ob die irgendwann aufgeben und dann... Weil ich höre jetzt nichts mehr. Ist das ein gutes Zeichen? Ich hoffe doch. Inventar. Da. Ja, Blue Block Key. Geil. Okay, dann kommen wir also doch da hinten hin. Das ist natürlich sehr schön. Nö, sonst ist ja nichts weiter dissipiert. Ah, gut, okay. Heißt also, Sachen dissipieren nicht. Hallo? Ah. Sehr schön. Oh. Das ist ein Männchenkopf, aber ganz schön groß. Okay. Da ist schon wieder Leder. Aber ohne Y. Also ist das wahrscheinlich echtes Leder. Surface Access. Ah, klingt doch gut. Das ist ein langer Weg, der leider versperrt ist. Das ist nicht so gut. So, hier ist eine Tür. Doors must open from this side. War klar. Moment schon mal. Nö, mehr ist ja nicht. Gut. Dann gehen wir mal die Tür hier. Ah, auch geschlossen. Guck mal, diese ganzen geschlossenen Türen hier. Locked. Da kommen wir erst gar nicht hin. Weil wir natürlich so schwach sind, dass wir keine Tische verschieben können. Oh Gott, hier gibt schon wieder mehrere Wege. Oh Mann. Okay. Ah. Läuft ja gar nicht. Junge Dame, was ist los mit ihm? Okay. Gut, dann hauen wir mal direkt drauf. Ach Mann. Na komm. So habe ich das jetzt nicht geplant. Was ist denn los mit ihnen? Gut, vielleicht sollten wir an der Stelle einfach mal Folgenpause machen. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge überhaupt schon ist. 1,4 GB. Hm. Wenig aussagekräftig. So, herzlich willkommen zu Schnauze halten. Gut, gerade mal 20 Minuten. Da haben wir also noch ein bisschen Zeit. Halt, was mache ich denn jetzt gerade? Nein, weg da. Dich, genau. So, das heißt, ja, wie jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Moment schon mal. Kann es sein? Eine Scheiß. Ach du Kacke. Okay, das ist geil. Oh, habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen gerade? Die bewegt sich, wenn man nicht hinguckt. Fick die Henne. Aus welchem Spiel kenne ich das? Aus irgendeinem Spiel? Oder war das ein Film? Nee, das war kein Film, das war ein Spiel. Die bleibt komplett still. Und wenn man sich nicht bewegt... klar, wenn man sich nicht bewegt. Wenn man nicht hinguckt... Moment, aber ist das auch, wenn man hinter Sachen weggeht? Ja, tatsächlich. Alter, hab ich gerade eine Gänsehaut, ey. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Okay.
Okay. Instakill. Komplett Instakill. Man darf sie also nicht zu nahe kommen. Was natürlich gleichzeitig auch heißt, dass man sie nur mit Fernwaffen bekämpfen kann. Die Frage ist, wie viel hält die aus? Mehr als mir lieb ist. Gut, wir haben ja noch eine Pistole. Dann nehme ich mal die Pistole. Achso, nachladen. Haben wir 5 Schuss. Ach, die wird dabei nach hinten verschoben. Ja, lol. Digga, wie viel hält die aus? Okay. Ist also keine Option. Gut. Ja, hat sie nicht gespeichert gehabt da vorne, als ich hier vorne stand? Okay, ich muss. Oh Gott. Ich weiß noch nicht mal, was jetzt machen müssen. Erstmal umgucken. Also da nach rechts geht da auch ein Weg. Moment mal. Okay, also mein Statusbar verdeckt in dem Moment nicht. Also verdeckt zwar schon, aber es wird nicht vom Spiel registriert. Wäre auch echt witzig. Gut, okay, also da rechts ist ein Gang. In der Mitte vom Bildschirm, hinter diesem Pfeiler, ist da auch noch ein Gang? Ja doch, da ist auch noch ein Gang. Gut, wir haben ja jetzt gespeichert. Ich speichere einfach mal nochmal. So, jetzt haben wir richtig gespeichert. Mal gucken, was wir machen müssen. Oh Gott, Alter. Vor allem, wie schnell ist sie? Ich weiß jetzt nicht, wie schnell sie ist. Vor allem, wie viele Gegner sind hier noch? Gut. Da... Hier geht's auch wieder weiter. Wir müssen die Dame im Blick behalten. Okay, jetzt ein Schlüssel. Das ist nicht schlecht. Okay, ich dachte echt, sie hätte sich wesentlich weiter bewegt. Weil die hätte jetzt gerade bis hier vorne kommen können. Ist sie aber nicht. Gut, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie kommen wir jetzt an ihr vorbei? Oder gibt es noch einen anderen Ausweg? Und da ist sie schon an der Ecke. Ne, hier gibt es keinen anderen Ausweg, oder? Alter, ich sehe halt nichts, weil ich mich nicht umdrehen kann. Oh, Lady. Gut, wir müssen sie irgendwie... Gut, der Raum hier ist ja relativ groß. Kann ich mich hier an ihr vorbeischleichen? Alter, das ist so creepy. Ne, also da ist sie definitiv noch zu eng, wenn ich da durchrenne. Ja, das war klar. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss sie richtig in den Raum reinlocken. Hier... Weil der Raum dürfte groß genug sein, dass ich mich hier an ihr vorbeischleichen kann. Wie creepy ist das bitte? Okay, man hört, wie sie sich bewegt. Das ist schon mal gut. Ist tatsächlich ein bisschen durchdacht. Das ist so creepy, das ist so geil, das ist so unendlich geil gemacht. Okay, das ist tatsächlich schon eher das Feeling von einem Horror-Game. Und das ist so ein typisches Horror-Element. So, jetzt müssen wir uns an die vorbeischleichen können, oder? Ich weiß halt nicht, wie weit ihr Radius ist. Ja, hat gereicht. Geil. Okay, gut, da kannst du bleiben. Wobei, ich weiß gar nicht, ob sie da bleiben kann. Müssen wir nur noch mal hin? Wo müssen wir überhaupt hin? So, hier ist jetzt ein Gang. Boah, Alter, von wo kommt sie jetzt? Ach, okay, das ist der andere Gang. Da wären wir jetzt gekommen, wenn wir den anderen Weg gegangen wären. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht mehr. Oh mein Gott, ich krieg so Panik gerade. Ich krieg grad so unendlich Panik. Oh Gott, jetzt krieg ich noch mehr Panik. Okay, die Frage ist, kommt sie durch die Türen durch? Kann sie mir jetzt noch folgen? Ah! Okay, wir sind jetzt gerade quasi um den Schutthaufen drumherum gegangen. So, also eigentlich kann sie uns jetzt nicht folgen. Weil durch die Tür kommt sie hoffentlich nicht durch.
Und durch die andere Tür kommt sie hoffentlich auch nicht durch, weil sie die Türen hoffentlich nicht bedienen kann. Ich hoffe es halt gerade einfach. Denn ansonsten haben wir ein riesiges Problem und ich habe gerade sowas von scheiß Gänsehaut. Ich weiß nicht genau, wir haben Hunger. Wir haben sogar gar schon ordentlich Hunger. Nee, du bist zu groß. Ich würde doch erstmal ein paar Äpfel essen. Und dann vielleicht noch eine Salami. Ja genau, jetzt noch drei Äpfel, dann sollte das genau passen. Oder auch nicht. Egal. Boah, Alter, wie creepy. Ein Lüfter. Kann sein, dass das die Geister sind, die wir vorhin nicht erledigt haben, wo wir einfach weggerannt sind. Die Frage ist, kommen die jetzt irgendwo durch? Gott, ist das geil. Moment, was ist das jetzt Ende? Ich kann mich nicht bewegen? Doch, ich kann mich bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Okay, laufen kann ich nicht, aber sprinten kann ich. Wie witzig ist das denn bitte? Okay, scheint das Ende der Map zu sein. Gut, dann mache ich an der Stelle auch mal einfach mal vollen Pause. Denn das ist, also das jetzt, das Ende war echt geil. Na gut, würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.